Autor Daniel Domscheit-Berg. Julian Assange und er haben die Enthüllungsplattform WikiLeaks aufgebaut. Über die Freundschaft zwischen den beiden und das spätere Zerwürfnis berichten Buch und Film Inside WikiLeaks. Herzlich willkommen bei Phoenix. Hallo. Herr Domscheit-Berg, derzeit läuft der Film Inside WikiLeaks in den Kinos. Manche unserer Zuschauer haben das vielleicht gesehen oder wollen es noch sehen. Schildert er denn die Vorgänge rund um WikiLeaks einigermaßen authentisch zutreffend? Das ist sehr, sehr schwer zu beantworten. Also es gibt sicherlich eine gehörige Portion Fiktion. Das ist ja auch ein Unterhaltungsfilm. Ich glaube, das Problem war, dass man eine sehr komplizierte Geschichte auf 2 Stunden kondensieren musste und reduzieren musste. Und da bleibt natürlich vieles auf der Strecke. Auf der anderen Seite glaube ich, dass er so einige wichtige Kernthemen aufzeigt und eine Debatte vielleicht starten kann, die in diesem Zusammenhang auch ganz wichtig wäre. Im Film wird Julian Assange als vorsichtig ausgedrückt schwieriger Charakter dargestellt. Was ist er denn für ein Mensch? Na, also ein schwieriger Typ ist er ganz bestimmt. Also er hat durchaus sehr viele positive Seiten. Er ist ein extrem intelligenter Mensch. Er hat sehr visionäre Vorstellungen. Das kommt im Film, hoffe ich, auch so rüber. War zumindest auch mein Eindruck. Auf der anderen Seite ist es natürlich manchmal schwierig, mit ihm zusammenzuarbeiten, auf vielleicht so einer sozialen Ebene. Und auch das wird im Film sicherlich dargestellt. Wie akkurat das dann ist, ist für mich auch sehr schwer zu beurteilen. Dafür bin ich halt einfach auch viel zu nah dran. Gut, immerhin basiert dieser Film ja auf einem gleichnamigen Buch, das Sie geschrieben haben. Darüber reden wir gleich noch ausführlich, schauen uns auch Filmausschnitte an. Ich würde mich allerdings zunächst gerne mit Ihnen über die aktuelle NSA-Affäre und Edward Snowden unterhalten. Edward Snowden hat etwas gemacht, wofür Sie bei WikiLeaks immer gekämpft haben. Er hat geheimes Regierungshandeln öffentlich gemacht. Ja. Ist Snowden ein Verräter oder ein Held? Das kommt ja immer drauf an, auf die Perspektive. Also es gibt bestimmt eine Perspektive aus einer amerikanischen Regierung heraus, aus der das ganz klar eine verräterische Tat ist. Aber für die restlichen 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten, die mehr oder weniger fast alle von diesem Problem, das hier exponiert wurde, betroffen sind, für die ist das sicherlich kein Akt des Verrats, sondern eine Heldentat, ganz klar. Wir müssen nur verstehen, das auch so einzuordnen. Und von daher wäre vielleicht die Frage, inwiefern kann der Rest der Welt schon verstehen, was hier veröffentlicht wurde und welche Relevanz das hat. Um diese Dokumente zu veröffentlichen, hat Snowden nicht WikiLeaks gewählt, sondern hat sich direkt an die Presse, konkret an den Guardian, gewandt. Ist das am Ende vielleicht doch der erfolgreichere Weg, direkt mit der Presse zusammenarbeiten? Also ich glaube, man muss das recht differenziert sehen. Also zum einen ist die NSA der wahrscheinlich einzige Gegner, wenn man so möchte, einer Enthüllungsplattform, der, was die Überwachungsmöglichkeiten und damit auch das Aufspüren eines Whistleblowers betrifft, wirklich problematisch ist. Also für 99% aller Whistleblower, die sich an WikiLeaks oder eine solche Plattform wenden würden, wäre das kein Problem. Die NSA hat aber ganz andere Möglichkeiten, solche Leute zu finden. Auf der anderen Seite hat er, glaube ich, viele Lektionen auch aus der Causa Manning gelernt. Das war derjenige, der die ganzen Daten über die Afghanistan und Irak war. Genau, die diplomatischen Depeschen und das Collateral Murder Video. Chelsea Manning hat sich dann selbst verraten, weil sie sich jemandem anvertraut hat im Internet und das dann zur Exponierung geführt hat. Aber hier sind ganz viele Lektionen, die man lernen kann. Und die eine ist, dass in dem Moment, wo man nicht proaktiv an die Öffentlichkeit geht, übernimmt jemand anderes die Erzählung. Man hat keine Hoheit mehr darüber, sich selbst darzustellen. Und ich glaube, das war der Grund, warum Edward Snowden diesen Weg gewählt hat. Snowden hat ja trotzdem eine ganz enge Verbindung zu WikiLeaks. Ich spreche konkret über Sarah Harrison. Das ist die Person, die die letzten 4 Monate ganz eng bei Edward Snowden war, in Hongkong, in Moskau, ihn betreut und unterstützt hat. Das ist eine der engsten Mitarbeiterinnen von Julian Assange. Ja, wobei ich deren Verhältnis überhaupt nicht beurteilen kann. Also ich, soweit ich das verstehe, unterstützt WikiLeaks und somit auch Frau Harrison Edward Snowden. Das finde ich, egal welche Differenzen ich habe, mit wem auch immer da, eine ganz wichtige Sache. Denn eine solche
Ein solcher Mensch muss unterstützt werden und wer ihn dann unterstützt, ist mir fast egal. Ich kann aber überhaupt nicht beurteilen, wie deren Verhältnis jetzt wirklich aussieht. Sie verbringt wohl Zeit mit ihm. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass es jemanden gibt, der ihm zur Seite steht, mit dem er sich auch auf einer menschlichen Ebene austauschen kann. Ja, und all das ist natürlich etwas, was extrem gut und positiv ist. Jetzt sind ja durch die Veröffentlichung von Snowden jede Menge Berichte, Gerüchte, Meldungen in der Welt, was die NSA, was der britische Geheimdienst angeblich oder wirklich tun. Ne? Vielleicht können wir ja gemeinsam versuchen, da ein bisschen Ordnung reinzubringen. Was ist denn jetzt gesicherte Erkenntnis? Was macht der Geheimdienst? Worüber regen wir uns zu Recht auf? Und was ist einfach vielleicht ganz normales Geheimdienstgeschäft? Na, ich glaube, das kann man gar nicht so differenzieren. Denn auch ganz normales Geheimdienstgeschäft, wenn man so möchte, ist etwas, wo ich denke, man sollte sich aufregen. Das betrifft ja in dem Fall immer auch Menschen irgendwo anders auf der Welt, die in irgendeiner Art und Weise überwacht werden oder Opfer werden von geheimdienstlicher Aktivität, ob sie das wollen oder nicht und ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Und von daher ist dieser Umstand, dass die NSA da was auch immer macht, für mich genug Grund, dass ich wissen möchte, wie das aussieht und dass ich mich auch darüber aufrege. Okay. Es ist extrem schwierig im Moment zu beurteilen, was da genau passiert. Und das liegt sicherlich auch daran, dass diese Dokumente nur peu à peu veröffentlicht werden, dass wir immer nur auszugsweise ein paar Seiten einer PowerPoint-Präsentation als wirkliches Dokument sehen und wir uns beim Rest auf die Berichterstattung verlassen müssen. Aber es wird auf alle Fälle sehr deutlich, dass es hier sich um ein global agierendes Überwachungssystem handelt, das auch... Ich bin ja auch komme ja aus einem technischen Umfeld. All diese Versprechungen, die gerade gemacht werden, wo dieses System differenziert oder wo man sich hier nur mit bestimmten E-Mails von bestimmten Staatsbürgern beschäftigt oder sowas, das sind alles vollkommen leere Versprechungen, die technisch gar nicht umgesetzt werden können. Also es scheint ja gesichert zu sein, dass die NSA und der britische Geheimdienst an bestimmten Internetknotenpunkten einfach millionenfach Internetkommunikation, Telefongespräche, E-Mails, Facebook-Einträge scannt, vielleicht auf bestimmte Schlüsselbegriffe. Jetzt könnte man ja sagen, das ist doch völlig in Ordnung, weil wir wollen es doch nicht haben, dass sich zwei Terroristen über das Internet verabreden, wo sie die Bombe legen. Das ist in der Tat, könnte man von dieser Position kommen. Das Problem bei der Sache ist, dass es erstmal ja alle betrifft. Das heißt, um diese zwei Menschen zu finden, die hier potenziell über ein geplantes Attentat kommunizieren, muss ich alle anderen auch überwachen. Und ich fange an, irgendwann, und auch das ist ja gesichert mittlerweile, sämtliche Daten einfach nicht nur zu scannen oder so, sondern mitzuschneiden und sicherzustellen, dass ich von allem eine Kopie habe. Weil ich ja auch zum Beispiel im Fall von verschlüsselter Kommunikation gar nicht weiß, ob da was drinstehen könnte, was mich in ein paar Jahren interessiert. Und dieser Ansatz ist extrem schwierig. Natürlich kann man heute argumentieren, dass man ja nichts zu verstecken hat und was interessiert mich als Normalbürger das, was die NSA in meinen E-Mails liest oder auch wie auch immer, es ist ja vollkommen harmlos. Aber wer definiert, was harmlos ist? Nach welchen Spielregeln wird denn überhaupt gespielt? Und all das ist so intransparent, dass ich keinen Grund sehe, warum man diesem System in irgendeiner Art und Weise trauen sollte. Ganz im Gegenteil. Jetzt gibt es ja gewichtige Indizien, die darauf hindeuten, dass vieles von dem, was die NSA da machen, nicht in unserem Interesse ist. Erstens mal haben wir kein Interesse daran, dass vom US-Geheimdienst unsere Kanzlerin abgehört wird. Und wir haben auch kein Interesse daran, dass ohne jegliche Kontrollmöglichkeit aus Deutschland all unsere Kommunikation abgehört wird. Die Frage ist nur, was können wir tun dagegen? Also die Bundesregierung versucht jetzt ein Anti-Spionage-Abkommen mit den USA abzuschließen. Sie lachen, aber ja, ich glaube warum nicht, ist das nicht der richtige Weg? Na, weil ein Geheimdienst ja sich per Definition nicht an solche Regeln hält. Die Arbeit eines Geheimdienstes per Definition ist ja im Verborgenen zu agieren, geheim zu agieren, hinter verschlossenen Türen irgendwo etwas zu machen, was ganz oft auch extralegal, also außerhalb der Abkommen oder irgendwelcher rechtlichen Regulierungen ist. Da braucht man die gesamte Historie der Geheimdienste nur anzuschauen und kann feststellen, dass das ein roter Faden ist, der sich da immer durchzieht. Also was dann? Na, ich glaube, dass wir einfach ein ganz offenes Gespräch darüber brauchen, auf welcher Grundlage überhaupt unsere Beziehung zueinander passiert. Und dass wir auch ganz sicher politischen Druck aufbauen müssen, dass die Amerikaner gewisse ihrer Interessen
in gefährdet sehen, wenn sie mit dieser Art und Weise hier weiter vorgehen. Es gibt viele amerikanische Vertreter, auch aus dem politischen Umfeld, die in den letzten Wochen sehr regelmäßig gesagt haben, sie verstehen, dass man sich darüber aufregt, aber die Amerikaner werden nie aufhören zu spionieren. Und das ist, finde ich, eine Haltung, die ganz extrem arrogant ist und die auch sehr, sehr schlecht ist. Ich kann doch nicht sagen, mich kümmert, oder ich finde das ja schön, wie sich alle hier so aufregen, aber ich werde nichts an meinem Verhalten ändern, wenn es mir darum geht, hier eine ernsthafte Beziehung zu jemand anderem zu erhalten. Okay, lassen wir mal außen vor, ob wir die Macht und die Möglichkeit haben, die Amerikaner an diesem Tun zu hindern. Bis es soweit ist, was kann ich persönlich denn tun, damit da nicht irgendeiner in einem Bunker in den USA meine E-Mails mithört, meine Facebook-Einträge durchliest? Das Problem ist, dass Sie nur sehr begrenzt was tun könnten. Sie könnten sich jetzt beim Chaos Computer Club vielleicht und in verschiedenen anderen Umfeldern informieren darüber, wie Sie alle Ihre Kommunikation verschlüsseln und wie Sie quasi jetzt ein Wettrüsten gegen die NSA starten können, so Ihr ganz persönliches Wettrüsten. Das ist aber ja nur sehr begrenzt praktikabel. Und man kann ja auch nicht erwarten, dass jetzt jeder Bundesbürger zum IT-Spezialisten wird, nur damit er irgendwie das Gefühl hat, er kommuniziert hier noch privat. Die einzige wirkliche Lösung zu dieser Sache wäre, dass wir politischen Druck aufbauen. Und das ist ja etwas, was in den letzten Wochen und Monaten leider in Deutschland fast gar nicht passiert ist. Wir haben ja auch im Zuge des Wahlkampfs für die Piratenpartei, da bin ich ja auch sehr stark engagiert, festgestellt, dass das im Moment noch ein Kampf gegen die Windmühlen ist, weil die meisten Menschen noch gar nicht verstehen, wieso dieses Thema so relevant ist. Aber genau da muss man eigentlich ansetzen. Unsere Politik muss sich dazu eindeutiger positionieren und dafür braucht es Druck aus der Zivilgesellschaft. Darüber reden wir am Ende der Sendung noch mal ein bisschen ausführlicher. Ich würde jetzt gerne mal auf WikiLeaks zu sprechen kommen, über Ihre Zeit bei WikiLeaks haben Sie ein Buch geschrieben. Hier haben wir das, Inside WikiLeaks. Besonders gefällt mir die Unterzeile, meine Zeit bei der gefährlichsten Webseite der Welt. Warum und für wen die gefährlichste Webseite? Tja, das ist die offene Frage, die dieser Untertitel eigentlich mit sich bringt. Zu der Zeit, als ich das geschrieben habe, war das sowas, was latent im Raum stand. Also da gab es ständig Berichterstattungen, wo jemand sagte, wir sind extrem gefährlich. Die Medien sagten, wir seien gefährlich für das Geschäftsmodell der Medien. Die amerikanischen Vertreter der Regierung sagten, wir seien gefährlich für die Diplomatie oder wir würden das Ende der Diplomatie einläuten. Vielleicht sind wir gefährlich für Quellen, vielleicht sind wir gefährlich für uns selbst. Das sind ja alles Sachen, die man aus ganz verschiedenen Blickwinkeln sehen kann. Und dieser Titel war eigentlich so gedacht, um Leute da ein bisschen zum Nachdenken zu bringen. Aus dem Buch ist ein Film geworden, läuft derzeit in den Kinos. Sie werden dargestellt von Daniel Brühl. Der hat sich extra dafür einen Vollbart wachsen lassen. Schauen wir jetzt mal ein paar Ausschnitte an. Ne? Das sind circa 4 Hungries.